Moin und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es einmal wieder um den Kopfbahnhof und ich habe ein Rückmeldemodul bekommen und ich steuere ja die gesamte Anlage mit der IntelliBox zurzeit noch und habe auch schon sämtliche Schaltdecoder von Uhlenbrook verbaut und bin mit denen jetzt eigentlich ganz zufrieden. Den Schattenbahnhof steuere ich über die Marco-Module von Uhlenbrook, sodass der Schattenbahnhof sich jetzt schon im Prinzip automatisch sortiert, sprich die Automatik sucht automatisch ein freies Gleis und parkt da dann den Zug zwischen, bis er wieder gebraucht wird. Und dementsprechend jetzt natürlich auch das Rückmeldemodul von Uhlenbrook und wie das aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Typische Pappverpackung von Uhlenbrook. Schön platzsparend verstaut und typische Bauform hier. Ich kann 8 Gleise anschließen, habe eine Digitalspannung S1-Gang, Kontroll-LED und auf der anderen Seite habe ich dann entsprechend die 2 Lokonet-Anschlüsse. Dann natürlich wie immer Lokonet-Kabel dabei und eine kurze Anleitung. Ich werde mir jetzt hier einfach mal aus meinem Bahnhof ein Gleis raussuchen und dann schließen wir das Ganze mal an und dann gucken wir mal, wie man das Ganze programmiert und wie das Ganze dann funktioniert und ob wir das hinkriegen, eine Rückmeldung vom Gleis zu bekommen. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich einmal hier das Lokonet-Kabel. Das habe ich jetzt einfach unter der Platte schon mal angeschlossen und das ist eigentlich relativ einfach. Das wird einfach hinten in eine der beiden Buchsen gesteckt und damit ist der Kontakt zum Lokonet hergestellt. Dann habe ich mir hier 2 Kabel gemacht. Ich habe die jetzt einfach mal mit unterschiedlich farbigen Endhünseln versehen, einfach damit wir sie jetzt besser unterscheiden können. Die weiße ist jetzt das Kabel, das direkt von der Stromquelle kommt. Und das Graue ist das Kabel, was von dem Gleisabschnitt kommt, der überwacht werden soll. In meinem Fall ist das jetzt das 3. Gleis vom Kopfbahnhof. Das heißt, ganz einfach, der Weiße, der kommt hier an die Digitalspannung. Festschrauben. Und der Graue, den machen wir jetzt hier mal an Gleis 1. Zack. Und auch den schrauben wir jetzt einmal fest. Das heißt, eigentlich müsste jetzt alles soweit angeschlossen sein. Digitalspannung liegt an. Wir haben ein Gleis zur Überwachung angeschlossen. Lokonet ist angeschlossen. Das heißt, eigentlich müsste es jetzt schon funktionieren. Bevor wir jetzt loslegen können, werde ich jetzt einmal noch mal kurz 1-2 Sachen in dem Rückmeldemodul verändern. Dafür rufe ich jetzt einmal über Mode Lokonet Programmierung das Programmiermenü fürs Lokonet auf. Oben gebe ich einmal die Artikelnummer ein und schalte dann über den Programmiermodus ein. Dass wir im Programmiermodus sind, wird uns auch gleich hier im Rückmeldemodul durch die kleine rot blinkende LED zurückgemeldet. Was ich jetzt auf alle Fälle ändern möchte, ist die Modulnummer. Das Modul hat jetzt die Modulnummer 1, das ist der Standardwert. Und da ich dann natürlich nicht mit anderen zukünftigen Modulen irgendwie in Konflikt geraten möchte und die auch sozusagen beim Einstecken ins Lokonet eindeutig identifiziert werden können, werde ich die jetzt einfach ändern. Das geht über die LNCV0. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach mal auf Lesen drücken und da habe ich jetzt den Wert 1. Wenn ich jetzt den Wert ändere, ne, gebe jetzt einfach mal eine 2 ein, drücke ich auf Programmieren und schon ist der Wert programmiert. Das zweite, was ich gerne noch verändern möchte, sind die Rückmeldeeingänge. Die finden sich erstmal rein theoretisch in den LNCVs 1 bis 8. Aber es gibt die Möglichkeit, indem ich einfach nur die LNCV 1 ändere. Die hat jetzt den Wert 1.
Ich würde jetzt sagen, ich fange mal bei 200 an. Das heißt, da bin ich mit Sicherheit aus einem Bereich raus, in dem ich schon Rückmeldeadressen eingegeben habe in irgendwelchen Weichenstraßen und wieder auf Programmieren. So, das Ganze reicht jetzt, weil es noch die LNCV20 gibt, die ganz spannend ist und die steht auf 0. Das heißt, das Modul vergibt jetzt automatisch die Rückmeldeadressen aus laut LNCV1. Das heißt, da habe ich jetzt die 200 eingegeben, also da ist sozusagen der Eingang 1 auf 200 programmiert und die anderen werden dann einfach fortlaufend 201, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 heißen. Und die kann ich natürlich auch alle einzeln programmieren, ich kann den jedem einen einzelnen Namen geben, aber ich finde eigentlich diese automatische Vergabe, die in vielen dieser Module vorgegeben ist, schon echt praktisch. So, Programmiermodus aus, das sollte erstmal reichen. Und dann können wir uns jetzt ja mal die Rückmelder angucken. Und da müssen wir uns jetzt erstmal kurz was basteln. Für diesen kleinen Testlauf habe ich jetzt einfach ein Bildschirm hier gemacht, wo ich mir einfach jetzt einmal den Rückmelder 200, der jetzt hier an Gleiseingang 1 anliegt, angelegt habe. Und jetzt werden wir einfach mal einen Zug reinfahren lassen in das entsprechende Gleis und mal gucken, was passiert. Sollte mal wieder die Gleise putzen. Das sieht man immer daran, wenn die Beleuchtung wirklich trotz Stickkondensator anfängt zu flackern. So, der Zug fährt und fährt jetzt in den Abschnitt rein und sofort geht hier der Belegmelder auf belegt. Also es funktioniert genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch dieses Modul ließ sich wieder aus meiner Perspektive sehr schön und einfach programmieren und anschließen und von daher kann das Ding jetzt getrost unter der Anlage verbaut werden und wird da hoffentlich dann lange Zeit seinen Dienst tun. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, schöne Woche und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.